Herzlich willkommen hier in Gera zu unserem nunmehr 22. Anwendertreffen, auf das wir, ja, ich sag mal, in diesem Jahr wahrscheinlich stolz sein können, aber das werden Sie uns durch Ihre Feedbackbögen später noch sagen, ob das so ist oder nicht. Letztes Jahr habe ich ja hier gestanden und habe gesagt, okay, wir machen jetzt von 2017 bis 2018 die Abrechnung in ProfSys.net fertig, damit es demnächst noch eine Oberfläche gibt. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben das fertig gemacht. Das ist ein Punkt. .NET-Abrechnung nach dem Anwendertreffen bereit zum Test. Sie, ihr könnt es ausprobieren, könnt schauen. Da gibt es auch noch einen Workshop zu dem ich nachher noch was sage. Es ist auf jeden Fall da, fertig zum Testen. In einer schönen Oberfläche, die richtig hübsch geworden ist. Die sehen Sie auch nachher nochmal. Und ja, haben wir gemacht. Versprechen eingehalten. Was haben wir noch gemacht? Wir haben mit ziemlich viel Aufwand die ganzen Personalstammdaten in ProfSys.net gebracht, so dass auch, wenn Sie den Dienstplan verwenden, Sie keine XE-Oberfläche mehr brauchen, um die ganzen Stammdaten zu pflegen. Check. Passt. Auch bereit zum Testen. Dann habe ich letztes Jahr hier gestanden und habe gesagt, okay, wir sorgen mal dafür, dass es nicht mehr so kompliziert ist, Updates einzuspielen. Mittlerweile haben wir ein Setup verfügbar. Das heißt, wenn Sie einmal von unserer Technik so weit umgestellt sind, dass das Auto-Setup funktioniert, dann können Sie die nächste Version runterladen und die ruhigen Gewissens auch, die jetzt Techniker haben, selber installieren. Es gibt ein Setup-Programm, das macht Updates professionell und so weiter. Haben wir auch geschafft. Ist verfügbar. Check. Was haben wir noch gesagt? Letztes Jahr haben wir die ProfSys-App für ambulante Dienste vorgestellt. Gut, da war eine Stelle, das war ziemlich anstrengend. Es sind auch viele Kunden hier, die sind mit uns, muss man ja auch mal zugeben, ziemlich einen Leidensweg durchgangen, bis es dann lief. Aber den haben wir hinter uns gebracht. Wir haben jetzt die ersten begeisterten Anwender. Wir sind, das ist uns zumindest so gesagt worden, vergleichbar, wenn nicht innovativer als der Mitbewerb, das, was der so liefern kann. Und ja, da sind wir eigentlich auch stolz drauf, auf das, was wir da gemacht haben. Was wir jetzt haben, ist die ProfSys-App stationär auch bereit zum Test. Auch da gibt es einen Workshop, die können Sie schon ausprobieren. Ja, die ist ja doch sehr, sehr, sehr schick geworden, hat ziemlich viele schöne Features. Kleinigkeit fehlt noch, das ist die Lagerung, weil da muss man im ProfSys selber noch was machen. Aber alles andere, was Sie so im täglichen Gebrauch benötigen, ist komplett da. Sage ich nachher aber auch was zu. So, jetzt die Roadmap bis zum nächsten Anwendertreffen. Was wollen wir da so machen? Hoffentlich wieder so, dass ich nächstes Jahr hier stehen kann und sagen, das haben wir tatsächlich alles geschafft, was wir da machen wollen. Was wir jetzt gerade machen, da sind wir ja quasi zu gezwungen. Wir stellen gerade an allen Ecken und Kanten die GOBD-Konformität her, damit Sie auch sagen können, mein Programm ist sicher. Da haben wir ja auch einen starken Partner, der ja noch redet an Bord, den Herrn Thielen, der nervt mich ziemlich momentan und sagt immer, da musst du noch was machen und da musst du noch was machen. Dann sage ich immer, ja, dann bringen wir noch zwei Programmierer mit, dann schaffen wir das vielleicht, aber ist gut so. Also wir kriegen es alles hin. Dann die EU-DSGVO-Konformität. Ja. Es ist ja im Mai jetzt der große Tag, wo die Behörden Sie verfolgen dürfen und ziemlich viel Geld haben wollen, wenn Sie irgendwas nicht richtig machen. Wir wollen Sie davor schützen. Dazu spricht auch nachher nochmal der Herr Althammer. Der macht mit uns gerade eine Zertifizierung. Das heißt, Sie werden dann mit ProfSys ein zertifiziertes Produkt bekommen für Ihre Unterlagen, weil wenn dann Datenschützer kommt und wir sagen Ihnen dann auch und bieten dann nochmal eine Schulung an, wo man sehen kann, wie man in ProfSys alles richtig einstellt und wie man es richtig benutzt. Also da gibt es schon einige interne Regeln, die Sie noch festlegen müssen, ja? Weil Datenschutz fängt natürlich bei den Leuten an, die vor dem Rechner sitzen und nicht erst bei der Software. Und genau, da machen wir Sie dann auch noch fit, da haben wir ein komplettes Programm da. Dann haben wir, ja, da sind wir eigentlich auch stolz drauf, einen, ja, ich sag mal, neuen, sehr engen Partner dazu gewonnen. Das ist Controlling & More. Die bauen ein Werkzeug, das heißt X-View und ist speziell für ihre Branche gemacht. Und wir sind auch immer wieder gefragt worden, wie kriegen wir das denn hin, dass man mal forecasten kann. Also wie kriegt man das hin, dass man die Zukunft so ein bisschen voraussehen kann, wenn man bestimmte Dinge macht. Wenn man zum Beispiel Personal neu einstellt, wie sieht die Bilanz dann aus, ja, in ein, zwei Jahren. Sowas kann man damit alles machen. Da gibt es auch einen hübschen Workshop. Dann müssen wir das Kassenbuch noch machen. Das haben wir noch nicht geschafft. Das wird aber auch erledigt jetzt.
Und dann machen wir oder widmen wir jetzt die nächste Entwicklungsperiode in unserer App-Schiene der Behindertenhilfe. Wir machen speziell für die Behindertenhilfe, das haben wir mit den Expertenbeiräten auch besprochen, machen wir eine eigene App und ja, die wird auch schön. Dann haben wir schon an einem Musterbeispiel für Kindergärten und ProfSys.net einen sehr innovativen Eintrittsassistent und Austrittsassistent gebaut. Das wird es dann auch für die anderen Disziplinen geben, sodass sie relativ komfortabel in so einem Assistenten mit, ich sag mal, hin und zurück, wie so eine Art Wizard, ja, die wichtigsten Daten schneller erfassen können, sodass sie nicht wissen, in welche 20 Masken muss ich rein, sondern der dann sich automatisch abfragt, was zu wissen ist. So, das ist der Herr Roth von XView. Wie gesagt, sein Workshop heißt XView Business Intelligence. Titel, ich sag mal, sagen manchmal nicht so viel, wie sie können. Da geht es wirklich darum, wie steuere ich mein Unternehmen in die Zukunft und wie kann mir ein Werkzeug dabei helfen. Ja? Das ist der Herr Jäger, der sitzt auch da hinten. Den haben wir dazu gewonnen. Der macht nämlich für uns alles, wenn wir gute Texte brauchen, die normale Menschen gut verstehen können, wo kein Kauderwelsch drin ist und kein Slang oder sowas. Dann baut er das so um, dass sich das so runterliest wie ein gutes Buch. So, mit ihm zusammen haben wir jetzt erstmals einen Workshop aufgesetzt. Das werden wir auch fortführen. Er hat sich mal damit beschäftigt, warum haben denn so viele Leute Probleme damit, in Zeiten des Strukturmodells Texte richtig zu schreiben? Wie macht man das? Wie kommt man denn mit wenigen Zeichen aus, um die einzelnen Felder zu bedienen? Ja, was kann man da machen? Wie kann man auch von vornherein Interviews oder, ja, ich sag mal, wie kann man Bewohner so befragen, dass man auch an alle Informationen drankommt beispielsweise? Also es sind alles so Tipps und Tricks, kann ich nur empfehlen, macht sehr, sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dann haben wir ja auch den Herrn Dr. Schlegel da, den Sie schon in der Agenda sehen konnten. Der hält gleich einen Vortrag zum Arbeitsrecht und der Herr Brochnow ergänzt das Ganze und bringt Ihnen so ein bisschen bei, wie Sie durch smarte Gestaltung von Arbeitsverträgen sich Wettbewerbsvorteile verschaffen können. Weil die größte Herausforderung für Sie alle, ja, ist ja, das richtige Personal zu kriegen und Leute auch davon zu überzeugen, bei Ihnen zu arbeiten und nicht irgendwo anders. Und mit dem Thema beschäftigen wir uns auch auf der nächsten Roadshow sehr intensiv. Nochmal, und das fängt hier an. Das ist der Herr Bench, der ist von BMW in München. Der hält aber einen markenunabhängigen Workshop, der sich einfach mal damit beschäftigt, wenn Sie jetzt vor Herausforderungen stehen und neue Fahrzeuge anschaffen wollen. Da weiß man ja heute gar nicht, was soll man denn da kaufen? Lohnt sich Elektrofahrzeug oder Antrieb wirklich? Kauft man Hybrid? Soll man doch einen Benziner kaufen? Wann ist was sinnvoll? Und er erklärt es mal anhand ein paar Beispielen, wann welcher Motor wirklich kostengünstig arbeitet. Also wann wirklich ein Effekt überhaupt zu erzielen ist, mit welcher Antriebsart und wann nicht. So. Das sind nochmal so alle Vortragenden, die Ihnen in den nächsten zwei Tagen begegnen werden. Dann dürfen wir uns im Namen aller ICSYS-Mitarbeiter ganz herzlich bedanken bei Herrn Lüttke und Herrn Kusnick. Also nochmal danke Peter und Manfred für die Zeit und dafür, dass die, ja, ich sag mal, mit so viel Energie und Hingabe die Firma ICSYS aufgebaut haben. Und der Herr Kusnick macht was ganz Besonderes. Ich drücke mal drauf. Es ist nämlich so, dass seine Frau ja schon ungefähr 20 oder 22 Jahre Vertriebspartner ist von ICSYS und selbstständig arbeitet. Sie hat ein Unternehmen, das ist die IT-Service Töppeln GmbH. Und der Herr Dr. Kusnick ist jetzt als neuer Geschäftsführer in dieses Unternehmen eingetreten mit und macht mit ihr zusammen relativ viel. Und ja, dadurch kriegen wir nochmal eine andere Power auch nach draußen im Projektgeschäft. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir sind in den sozialen Medien eigentlich ganz gut unterwegs mittlerweile. Und ich sag mal, stellen da schon mal ein paar Ad-Hoc-Neuigkeiten rein. Wenn es irgendwas gibt in der Branche oder bei uns jetzt, was wichtig ist, dann finden Sie das da. Wir sind auf Facebook unter ICSYS Gera zu finden und auf Twitter sind wir auch unter ICSYS Gera zu finden. Auf Facebook haben wir mittlerweile so knapp über 500 Follower. Da klicken Sie einfach drauf, dann kriegen Sie immer die neuesten Nachrichten. Da müssen Sie keine Mails durchstöbern und da posten wir nur rein, wenn wirklich irgendwas total interessant ist und auch wichtig für Sie. Da können Sie da gucken. Dann möchte ich Sie hier schon mal einladen an der Stelle zur Konsozial nach Nürnberg.
Das ist unser Messestand, unser neuer. Den hatten wir schon in Hannover dabei, auf der letzten Altenpflege. Und wer in der Nähe ist oder sowieso dahin geht, Sie sind bei uns immer herzlich willkommen. Wir haben meistens auch viele Neuigkeiten. Sie können sich ein paar Sachen anschauen. Und bei uns gibt es halt für unsere Kunden den besten Kaffee von allen. Ja. Und wir haben, keine Ahnung, gefühlte 28 Sorten Tee. Also kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns, wenn Sie sowieso da sind. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dann möchte ich hinweisen auf unsere Roadshow, die wir dann im Herbst machen werden. Da sind die Termine, die sind auch draußen auf den Infodisplays. Und das wäre auch schön, wenn Sie da in zahlreicher Anzahl erscheinen würden, weil wir haben ganz stark das Thema Personal in diesem Jahr. Das heißt, alles, was mit Dienstplanung zu tun hat, alles, was mit Unternehmenssteuerung in Bezug auf Dienstplanung zu tun hat, also und damit verbunden noch als Thema, was muss ich denn eigentlich von vornherein richtig machen, damit ich mein Personal auch so einsetzen kann, dass es am Ende nicht zu teuer wird. Da gibt es nicht so ein paar Sachen. Und das ist nochmal so ein Spezialthema für den Herbst jetzt.